Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Who's Replaycast von mir, dem Manuel P. Lang, lang, lang ist's her, dass ich das letzte Mal Who's Replays kommentiert habe, aber ich habe mir heute gedacht, ich habe keine Lust auf League of Legends, keiner meiner Freunde ist online, ich habe auch keine Lust auf Evolve, was ich im Moment größtenteils spiele. Streamen alleine macht keinen Sinn, spielen alleine macht keinen Spaß, also kommentiere ich mal wieder Who's Replays. Und gleich zu Anfang, Punkt 1, ich streame ja jetzt ganz viel, wenn meine Internetverbindung dafür ausreicht. Das heißt, es wäre mega geil, wenn ihr meinen Twitch-Kanal mal folgen könntet. Ich packe euch den Link nochmal unten in die Videobeschreibung, genauso wie meine E-Mail-Adresse, denn ich suche wieder Who's Replays, denn ich möchte doch wieder weiter und stärker anfangen zu casten, weil ich weiß, dass das immer noch das ist, was ihr am meisten von mir sehen wollt. Da ich es ewig nicht mehr gemacht habe, entschuldige ich mich für die Qualitätseinbußen. Ich werde versuchen, das möglichst schnell wieder zu beheben. Ich weiß nicht, wie es mit dem selber spielen ist. Vielleicht streame ich heute Nachmittag ein bisschen Roos. Wenn ihr dazu Lust hättet, könnt ihr das ja mal hier drunter schreiben. Oder morgen. Eher morgen, dann habt ihr genug Zeit, dieses Video zu gucken und zu kommentieren. Schreibt auch das drunter, wenn ihr morgen das sehen wollt und vielleicht sogar mitspielen würdet. Das wäre mega cool. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was dieses Spiel für uns zu bieten hat. Also, zum einen ist das hier auf dem Feld der Ehre. Und wir haben hier zwei Spieler aus dem Team. Ja, einmal Made in Germany, aka Panzerschach. Und Jamer, der hat auch seinen eigenen Kanal. Wenn ich den wiederfinde, hier die Panzerknacker, wenn ich den finde, verlinke ich den auch nochmal. Jamer, seinen Clankameraden. Made in Germany spielt Russen, mehr spielt Italiener, sie spielen hier gegen 32902, den habe ich schon häufiger mal gesehen, der spielt hier Amerikaner und ein DST Ruselx oder irgendwie sowas, der spielt hier die Briten. Dann gucken wir uns mal an, wie die Starts hier aussehen. Zum einen auf der Seite von Ja, der Russe natürlich auf die Kaserne und offensiv die Panzerbasis, also der Infanterie-Sneak hier vor der feindlichen Basis. So tun, ah, wir bringen dir mal Infanterie, zwei Nachschubdepots, ziemlich Standard, die Wirtschaft nicht zu sehr aus den Augen verlieren. Hier gibt es eine Panzerbasis an die rechte Seite, eine Kaserne und das Nachschubdepot, wo die Kasernen hinkommen, sehe ich jetzt nicht, aber auch da ein sehr offensiver Start. Hier das gleiche, offensive Panzerbasis mit einer Panzerbasis zum Tacken, zwei Nachschubdepots, hier gleich drei Nachschubdepots, ein Flugfeld, ein Lufttransporter und gleich ein Jagdbomber, um hier aufzuräumen und den Gegner zu harassen. Okay, die eine Kaserne fährt da zur Sicherung hin, da fährt die Kaserne hin, da ist die Panzerbasis. Jetzt kommen hier, was kommt, sind das Shermans? Nein, es sind, oh, hier der Stuart Rush mit zwei Lees dahinter. Es ist eklig aufzuhalten, weil die noch überhaupt keine Panzerabwehr haben. Die kommt jetzt. Hier wird aufgeräumt mit dem Infant. Oh, hier wird nicht aufgeräumt mit dem Infanteristen. Die Panzerbasis fährt weit, konnte weiterfahren nach da. Oh, das ist nervig. Die Panzerbasis müssen sie aufnehmen. Aber beide gleich gezogen mit den Nachschubdepots. Beide Teams haben 5. Hier gibt es auch kein Harassment, so der könnte jetzt. Oh, der stirbt nicht. Und die Panzerbasis wird, denke ich. Nein, die wird nicht vernichtet. Könnte aber wieder selber zurückgenommen werden, wenn die Flieger da nicht angreifen wollen. Dann greifen die Flieger da nicht an. Und ist das der letzte ausreichende? Ist das jetzt der letzte ausreichende Hit? Nein. Er übernimmt das Ding, würde ich sagen. Oh. Ja, das übernimmt er. Aber da können keine weiteren Panzer rausfahren. So, hier ist jetzt Panzerbasis mit einem Aufklärer, Panzerabwehr mit einem Aufklärer. Das heißt, die Panzer hier auf verlorenen Posten werden rum. Oh, lässt er sich die Panzer hier hinten abschießen. Kurz gucken, was das hier wird. Das wird eine Kaserne, um mit der Panzerabwehr klarzukommen. Die Infanterie hier wird aufgehalten. Hier Paratrooper, damit hier nicht keine Sneaky Attacks kommen können.
Ja, jetzt hier das Flugfeld von Jamaica natürlich gegen einen Briten mit Luftüberlegenheit muss man Luftwaffe bringen. Das Problem ist, die beiden Nationen, die haben, sind nicht ganz so stark in der Luft. So, hier wird jetzt, okay, mit Blitz werden hier die Panzerabwehrgeschütze zusammengezogen, denn der Amerikaner möchte hier Druck machen auf Mers Basis, weil sie sehen, er geht auf Flugzeuge, ist damit gegen Panzer ungeschützt, vor allem als Italiener. Er müsste die Barriere wohl erst erforschen. Jetzt Germanys Kaserne unter Beschuss. Oh, hier die Panzerbasis des Amerikaners unter Druck. Ja, hat sich hier so gedacht, du machst uns Druck, dann machen wir dir Druck und kommen mit dem, womit du nicht arbeiten kannst. So, hier ist noch ein Flugzeug abgestürzt im letzten Zug. Das heißt, hier gutes Luftmaiko bei dem Italiener. Versucht jetzt hier mit den Panzern natürlich, mit den Infanteristen, die Panzer aufzuhalten, damit hier die Panzerabwehrkanonen kommen können. Das funktioniert soweit auch. Und hier wieder gutes Luftmaiko trennt sich hier leider 1:1. So, was können die beiden hier? Okay, das Nachschubdepot wird auch kaputt gehen. Da können sie erstmal nichts machen. Der Brite ist allerdings aus seinem Hoheitsgebiet vertrieben. Hat hier die Lufthoheit verloren. Lässt sich da seine Flugzeuge auf den Boden snipen ohne Gegenwehr. Das ist ganz, ganz. Und hier die Panzer trotz Blitz am Fliehen. Das ist keine Chance mehr hier für den Amerikaner, hier Druck zu machen. Der Brite am Boden zerstört und besiegt. Kommt jetzt natürlich mit Spitfire. Da muss mir jetzt auf seine Setter aufpassen. Aber ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass zwei Setters mit Fanatismus vielleicht im Notfall gegen den Spitfire. Oh nein, sie brauchen nicht mal Fanatismus. Sie gewinnen auch so gegen den Spitfire. Und kommen heile nach Hause. Das ist ekelhaft hier. Das Maiko von ja. Okay, er spammt jetzt hier unter Funkstille die Stadt voll. Aber dass da Funkstille drin ist, das wissen sie. Das konnten sie sehen, weil der will die Flieger hier in den Sektor reinfliegen. Dadurch können sie sehen, dass es auf dem Sektor Funkstille gilt. Kommen jetzt hier mit ganz viel Infanterie auf den Briten drauf. Halten hier nur. Ich meine, sie haben Panzer gegen Infanterie, haben Panzerabwehr gegen Panzer und haben hier haben einen Aufklärer. Und außerdem können sie sehen, dass es hier keine Artillerie gibt, die ihnen gefährlich werden könnte. Sie haben die Luftüberlegenheit. Zumindest kann er nichts gegen ihre Panzer machen. Und auch die T-34 werden jetzt effektiv gegen Panzer. Das Nachschubdepot könnte man sich vielleicht bei Zeit mal holen, denn sie sind ausgeglichen. Nein, sie sind sogar, also hier das Ja-Team ist im Nachschubsnachteil. Hier wird es jetzt, okay, hier wird ein Außenposten Spam of Doom. Hier wurde jetzt Spion gewirkt, um die Einheiten hier zu distracten und angreifen zu können aus der Luft. Gleichzeitig gibt es hier Scheinsetter auf Mers Seite. Und jetzt hier, der Setter wird kaputt gehen. Ja, den muss er zurücklassen. Da hat er keine Chance. Die Spitfire werden zu stark auf Dauer. Da kann auch das Maiko von einem Ja-Spieler nicht mehr gegen anhalten. So, aber gleichzeitig. Oh, stimmt. 4 T26 perfekt ausgerichtet. Aber er will jetzt hier den Push wagen. Will es jetzt versuchen. Will jetzt da auf die Panzerbasis. Aber er muss da durch eine Konklave. Er muss hier durch eine Engstelle, wo die Panzer richtig draufbratzen können. Mit ihren MGs. Mit ihren Infanterieabwehrgranaten. Aber da haben sie keine Chance. Das waren 18 Ranger, glaube ich, die da einfach durchgeprescht sind. So, jetzt ist noch ein Lee hier rausgekommen. So, aber keinen weiteren Panzersupport mehr auf der Seite des Amerikaners. So, Blitz gegen Fanatismus. Wer wird hier das Battle gewinnen? Die MGs sind super effektiv gegen Infanteries. Außerdem hat der Amerikaner hier mittlerweile 3 T-34, ein T-26
und BAF in seiner Basis. Gut, die Panzerabwehrkanonen wurden vernichtet, aber er hat keine Panzer mehr, die schießen können. Der Lee ist auf der Flucht und seine und die T-26 machen hier einen super Job zum Aufhalten, während die anderen hier einfach in der Basis des Amerikaners aufräumen. Der Fokus hier, einer auf dem anderen. Mehr hat hier den Briten versucht, zumindest so weit wie möglich davon abzuhalten, effektiv etwas gegen Made in Germany zu machen. Das hat auch super funktioniert. Die Infanterie ist hier jetzt komplett ausgedünnt. Drei Panzerabwehrgeschütze noch gegen den Lee, der gerade eh nicht schießen möchte. Ein Infanterist ist da noch in der Stadt. Die beiden Infanteristen wollen nichts machen. So, der Lee fährt vor, muss wieder zurückfahren, kriegt heftig aufs Maul. Da gibt der Amerikaner auf und der Russe müsste bald folgen. Er hat hier eigentlich keine Chance. So, Surprise Attack, der Paratrooper vom Anfang hier erledigt zumindest eine Einheit, ist damit noch nicht kosteneffektiv, aber hat seinen Job zumindest so halb erledigt. Jetzt könnte hier allerdings Hurricane kommen. Das Hauptquartier ist dafür komplett kaputt. Der erste T-34 ist jetzt komplett vernichtet. So, die Luftwaffe von Ymir ist damit auch fast zerstört. Ich würde sagen, hier gibt es keine Panzerabwehr auf dem Boden. Made in Germany sollte ich jetzt einfach mal rüberfahren. Er weiß nicht, er könnte was da in dem Wald haben. Das könnte eklig sein. Geht jetzt aber hier mit seiner Nachhut da drauf. Hat da seinen Streki, der den Paratrooper notfalls tracken könnte. Hier, den wird er wahrscheinlich kommen. Der wird keinen Effekt mehr, keinen Einfluss mehr auf das Spiel haben. So, hier das Nachschubdepot jetzt geholt. Das heißt, das Ja-Team jetzt im Nachschub Vorteil. Da sie hier bald, da der Kollege hier nur noch über drei Nachschubdepots, gleich nur noch zwei Nachschubdepots verfügt. Sehr guter Job hier mit dem Streki, das Nachschubdepot zu vernichten. Und gleichzeitig Vision hier auf das Flugfeld zu... Ach nee, es ist wieder Spy, der Vision auf das Flugfeld bringt. So, zack, der Außenposten hier setzt dem Streki noch zu. Aber da gibt auch der Husek hier auf. Schönes Spiel. Wir sehen in der Overview hier natürlich gravierende Verluste. Hier aber auch sehr starke Verluste schon beim Amerikaner, der aufgegeben hat, der nicht mal das Hauptquartier verloren hat. Und wir sehen hier wieder das Einkommen, der Einkommensvorteil auf der Seite von Ja. Und man sieht, man kann auch mit einem Nachteil in der Luft, wenn man das Micro und das Nöten und die Kommunikation hat, kann man hier fett was reißen. Ich hoffe, euch hat das Replay gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, sowas mal wieder zu kommentieren. Lasst mir einen Kommentar da, wie ihr das findet. Und ob ihr findet, ich soll mehr davon machen. Oder sagt ihr, ach Anno, du hast es verlernt. Kannst nichts mehr, du sagst. Geh nach Hause, mach weiter dein League of Legends. Ich habe dich deabonniert und werde dich nie wieder gucken. Wenn ihr das meint, könnt ihr mir das schreiben und mich danach deabonnieren. Denn dann möchte ich euch auch nicht wirklich zu meinen Abonnenten zählen. Ich möchte, dass meine Abonnenten wirklich meine Videos gucken und supporten, was ich mache. Aber das ist ein anderes Buch. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag.